Jetzt haben wir nur noch das Reaper-Signal. Beeindruckend. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie unsere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Sein Ende. Hier wird nichts überprüft. Ich meine, es fragt mich ja auch nicht jemand, bist du dir sicher, dass Garrus loyal ist? Lass mich das mal überprüfen, indem ich ihn auseinandersäge. Yay. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Wehrbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach, sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht ihre Entscheidung. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Wir lassen doch niemand in der Rettungskapsel sterben, nur um eventuell irgendwelche Technologien zu bekommen. Wer sind wir denn? Shepard, Commander. Wir haben wieder Verbindung mit den Geth, die aus dem Server befreit wurden. Wie ist Ihr Status? Wir haben Ihre Programme ohne Probleme in das Netzwerk dieser Plattform integriert. Ihr Handeln hat Ihre Sicht auf organische Wesen verändert. Sie sind Ihnen ebenfalls dankbar. Das klingt eigentlich super. Wir reden später. Wir bleiben so lange hier. Naja, du kannst auch nicht wirklich irgendwo hin gerade, weil überall geschossen wird. Tali? Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn sie es sind, Shepard. Also bei Reaper-Basis-Sprengung bin ich dabei. Natürlich. Aber wir können vorher nochmal gucken, wer hier sonst noch etwas dazu zu... Mich hat echt gewundert, dass Eli uns nicht begleiten kann. Ich hätte gedacht, in den Konsens möchte sie unbedingt mit rein. Weil... Das ist halt die einzige andere... anorganische Spezies hier, mit denen sie etwas zu tun haben kann. Also die Geth oder die Reaper, und mit den Reaper möchte man sich nicht verbinden, also bleiben hier nur die Geth. Ich hätte gedacht, dass sie mitkommen möchte. Die Quarianer kommen mit diesen Anzügen ganz gut zurecht. Vielleicht könnten sie ihnen ja auch sowas anfertigen. Gibt's schon. Ein schützendes Exoskelett zu medizinischen Zwecken. Ich könnte sogar einen mit Rallye-Streifen kriegen. Wo liegt dann das Problem? Es fühlt sich an, als hätte man eine schwere Panzerung an, und das würde meine Wahrnehmung des Raums total aus dem Gleichgewicht bringen. Ich trage schwere Panzerung, und meine Wahrnehmung des Raums ist bestens. Oh, das letzte Shuttle, das Sie geflogen haben, ist jetzt Schrottweger. Ich muss beim Fliegen spüren, wie sich mein Gleichgewicht verlagert. Ich muss spüren, wie sich das Schiff mit mir bewegt. Wenn man mir das nimmt, ich weiß nicht, dann bin ich sicher immer noch gut, aber eben nicht mehr ich selbst. Klar, das verstehe ich. Außerdem, haben Sie Tali gesehen? Ich habe gar nicht die Hüften, um einen Anzug so zu tragen wie Sie. Oh ja. Na, Edie? Shepard, Sie sind wahrscheinlich das einzige lebende organische Wesen, das den Geth-Konsens unmittelbar erfahren hat. Fühlen Sie sich jetzt anders? Es war faszinierend, bewusstseinserweiternd. Und Durst habe ich auch. Und plötzlich ist die Magie verflogen. Haben Sie das jetzt wirklich gesagt? Nein. Ah, ich mag das. Hallo, Shepard. Mit Edie zu reden ist super. Sie waren also im Geth-Konsens? Ist das wie Virtual Reality? Ja, sehr seltsam, aber ich bin wieder rausgekommen. Wirklich? Ich meine, woher wollen Sie das wissen? Was wissen? Ob Sie wirklich rausgekommen sind. Wenn die Geth alles virtuell erleben, könnte Ihre jetzige reale Welt auch nur Einbildung sein. Was wäre, wenn alles, was Sie jetzt wahrnehmen... eine Simulation wäre. Und plötzlich hört der Kreisel auf, sich zu drehen.
Naja, es ist eine Simulation, wenn man es genau nimmt. Joker hat gerade die vierte Wand durchbrochen, wenn man so schön Commander, sagt. wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Natürlich. Sonst noch was? Die verbündeten Kommandanten geben alle feindlichen Kampfdaten weiter, die sie entschlüsseln können. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Geth mit unserem System verlinke. In unserem System sind mittlerweile so viele Leute drin. Machen den Geth selber schon. Samara hat etwas geschrieben, aber ich habe keine Lust, das Englisch zu lesen. Von ungültige Extranet-Domain. Geth-Programme in Hardware-Kennzeichnung. Legion hat verlangt, dass Shepard Commander Runtime-Update über Plattformstatus erhält. Wird durchgeführt. Fragliche Plattformen befinden sich in Server 02241 bis 14511, stationiert auf Rannoch. Streitkräfte der Schöpfer verhindern Transfer der Plattformen auf Geth-Transportschiffe. Einstellung des Schöpfer-Geth-Konflikts erforderlich, um Shepard Commander und ausgewiesene Verbündete zu unterstützen. Warte auf Update des Konfliktstatuses. Okay. Wird gemacht, sobald verfügbar. Da können wir erstmal noch mit den ganzen anderen reden. Und dann müssen wir uns um das Treibstoffdepot kümmern. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir auch nochmal auf der Citadel vorbei. Bevor wir. Also dann machen wir noch die Treibstoffdepot-Mission. Dann. Ashley? Ist die tot? Williams? Oh. Was soll das denn sein? Sir, ich bin außer Dienst. Ihre Stimme nicht so laut, bitte. Danke. Was machen Sie da auf dem Boden? Was? Oh, mein Kopf. So schwer. Kann mich nicht bewegen. Ah, hatten Sie einen schönen Abend? Bin einsatzbereit in 30. Vielleicht 40. Ich schwör's. Nur 45 Minuten. Ich glaube, sie hat ein bisschen was getrunken und jetzt einen üblen Kater. Wie kommt's zu diesem peinlichen Zustand? Ich wollte nur etwas Dampf ablassen. Vega sagte, er hätte genau das Richtige für etwas Ablenkung. Und das befand sich in einer Flasche. Er. Dieser leeren Flasche? Leer? Ach du Scheiße. Ja, mit Vega trinken ist immer so eine Sache. Das Zeug, was er rausholt, das haut jeden weg. Frag mal Cortez. Eigentlich sollte man jetzt den Feueralarm ausprobieren. Ich zahle Ihnen 1 Million, wenn Sie es nicht tun. 2 Millionen und der Deal steht. Sie sind ein Weltraumpirat. Soll Joker Ihnen vielleicht etwas vorsingen? Ich hasse Ich hasse Sie. Sir. Weitermachen, Williams. Kühler Boden. Weitermachen, Williams ist gut. Ja, ist ja schon gut. Also, ich hätte sie ja irgendwie hochgehoben und aufs Sofa gelegt und wäre dann gegangen. Aber wir können sie natürlich auch auf dem Boden liegen lassen. Das ist mindestens genauso gut. Tja, Kater ist schon nicht schön. Keine Gesundheitsprobleme bei der Kuh? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe da so ein Kratzen, aber damit komme ich schon zurecht. So, Proteaner, was? Ja. Trinken Sie gerne? Auch mal einen Schluck zu viel? Nein. Okay. Wie sieht's mit Spielen aus? Karten? Auf Glücksspiele stand im Reich die Todesstrafe. Klar, das ist auch vernünftig. Okay. Rauchen? Machen Sie das? Nur wenn meine Panzerung brennt.
Rauchen? Versteh schon. Also Witze, ja? Kennen Sie ein paar gute? Nein. Doch. Schießen Sie los. Kommt ein tulumorianischer Spion ins feindliche Lager und sagt zum Venture: Ich wusste gar nicht, dass Ihre Panabs leuchten können. Das war die Pointe. Klar. Logisch. Ja, das ist echt ein Brüller. Nein, ist es nicht. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ein Witz auf Ihre Kosten, Mensch. Sie glauben wirklich alles. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee war, den an Bord zu holen. Der scheint mir... Diese Plattform kann Ihnen von Nutzen sein, Garrus Vakarian. Ich weiß das Angebot zu schätzen, Legion, aber ich verstehe von dieser Sache auch die eine oder andere Kleinigkeit. Die telemetrischen Daten zeigen, dass die Präzision der Waffen der Normandie durch Kalibrieren um 0,32% verbessert werden kann. Das ist alles? Sie kriegen da keine 0,34% mehr raus? Negativ. Es ist einfach nicht möglich. Sind Sie sicher? Werfen Sie jetzt mal einen Blick drauf. Scanne. Die Waffensysteme der Normandie wurden um 0,43% verbessert. Wie haben Sie das gemacht? Ein kleines Geheimnis, das wir organische Wesen gern bewahren. Halte für Notfälle immer noch eine kleine Reserve bereit. Ist unsere aktuelle Lage ein Notfall? Ein Geth, der an unseren Computern rumspielt und mir sagt, wie ich meinen Job zu machen habe? Nein, ich glaube, das gilt noch nicht. wenn Garrus etwas kann, dann ist es Waffen kalibrieren. Eine virtuelle Geth-Realität, was, Shepard? Ich kann mir ja viele Methoden vorstellen, sich in diesem Universum einen Kick zu holen. Aber das gehört nicht dazu. Okay. Im Moment nicht. Naja, solange er so viel wie Garrus die Waffen am Kalibrieren ist, würde es mich auch wundern, wenn er da nicht noch was machen könnte. Es war ein großes Risiko, einer Maschine Zugriff auf ihren Geist zu gewähren, Commander. Was ist, wenn sie infiziert worden wären? Ja, und? Ich glaube, dieser Soldat James versteht mich nicht. Niemand in diesem Zyklus scheint mich zu verstehen. Und es ist mir auch egal. Naja, James versucht nett zu dir zu sein und du verarschst ihn. Außerdem, er trinkt nicht, er spielt keine Glücksspiele, er macht gar nichts. Ich glaube, Spaß hatten die Proteaner wirklich null. Hey, Commander. Jetzt nicht. Hey, Commander. Ach, trauriges Leben bei den... Ich hatte gehofft, die Geth hätten sämtliche Technologie der Proteaner analysiert, auf die sie gestoßen sind. Und Sie sagen, Sie haben nichts gefunden? Nein, unser Wissen über dieses Thema ist nicht deutlich umfangreicher als Ihres. Das ist sehr schade, aber danke fürs Nachsehen. Shepard Commander hat Vertrauen in uns gesetzt. Wir werden dasselbe für die Normandie tun. Sie meinen die Crew der Normandie? Wir sehen da keine sinnvolle Unterscheidung. Ich dachte, Edi ist die Normandie. Sehen Sie sich ruhig um. Ich sehe mich immer um. Wir haben Zeug gefunden. Miniaturpanzerungskondensatoren. Schildverstärker, Kräfteabklingzeit. Ich nehme den Schildverstärker. Mehr aushalten ist immer gut. Und Schildstärke nochmal. Sehr gut. 5% ist zwar nicht viel, aber das summiert sich ja mit der Zeit alles auf. Ja, dann können wir theoretisch uns es aber auch knicken noch aufs Maschinendeck und in die Shuttlebucht zu gehen, weil James und Jarvik jetzt hier auf dem Crewdeck auch sind. Dann sparen wir uns das mal und gehen direkt wieder zurück zur Kommandozentrale. Und können jetzt zu dem... Hier müssen wir nur noch die Reaper-Basis machen. Höchste Zeit für eine Pause. Auf Uranoch. Denn irgendwo hier, es blinkt an mehreren Stellen. Was haben wir hier? Treibstoff-Dinger. Projekt Overlord-Basis. Hä? Das gehört aber auch zum, Add-on, oder? Projekt Overlord, warum haben wir volle Treibstofftanks? Wann habe ich die denn aufgefüllt? So, System anfliegen. Ich habe etwas gefunden. Projekt Overlord Basis. Signal bestätigt.
auf IT. Voll die bedrohliche Musik. Aite ist ein erdähnlicher Planet mit verschiedenen bewohnbaren Zonen, die von Wüsten über Dschungel bis zu Tundren erreichen. Er weist zudem schwache Ringe auf, was bei Planeten, die keine Giganten sind, eher selten vorkommt. Die Ringe bestehen aus bis zu einem Meter großen Felsbrocken und einer großen Staubwolke, die vom Mittelpunkt des Planeten fast 23.000 Kilometer entfernt ist. Diese beeindruckende Himmelserscheinung wird jedoch von dem Umstand in Schatten gestellt, dass Lite, der größte Mond von Aite, sich in einer instabilen Umlaufbahn befindet und irgendwann in den nächsten 200 Jahren auf dem Planeten einschlagen wird. Jedes Vorhaben auf Aite hat damit ein natürliches Ende und deswegen sind Kolonistenzahl und langfristige Investitionen auch niedriger als auf anderen Gartenwelten. Schade. Also der Planet war nämlich echt schön. Und hier war Projekt Overlord, deswegen auch die Musik wahrscheinlich. Als die Normandy ankommt, kündigt Edi über die CIC, über den Com-Channel an. Shepard, ich versuche das on the fly zu übersetzen, also entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen gammelig ist. Ich habe kein menschliches Leben in der Cerberus-Fabrik gefunden. Wie auch immer, die virtuelle Intelligenz sendet eine Nachricht. Sie versucht uns zu kontaktieren. They appear fully sentient and want to. They don't appear. Sie scheint nicht aktiv feindlich zu sein. Es ist aber nicht klar, was mit den menschlichen Technikern passiert ist. Die elektromagnetische Impulsbombe würde darin enden, dass sie alle komplett auslöscht, aber die Hardware wird zurückbleiben und darauf könnte neue Software installiert werden. Die N7 Squadrons, was auch immer das ist, auf der Normandy, die sind erwacht ohne. Do you like me to do, Commander? Drop EMP, let Edi negotiate. Ich lasse das Edi erstmal untersuchen. Ich habe etwas gefunden. Projekt Overlord Basis. Cerberus, künstliche Intelligenz von Cerberus hinzugefügt. Was? Wir haben jetzt die Overlord-KI an Bord. Das ist keine gute Sache. Naja. Interessant. Aber ich find's cool, dass man auch zu diesen alten Planeten nochmal zurück kann. Was ich aber noch cooler fände, ist, wenn das Durcheinander der Musik aufhört. Ah. War schon ziemlich laut. Treibstoffreaktoren. Da wollte ich hin. Genau. Hier haben wir alles untersucht, scheinbar nicht. Okay. Können wir das ja auch noch direkt mitscannen, wo wir schon mal da sind. Zack. Asari-Kreuzer Syban. Den restlichen Kram kümmere ich mich später in Ruhe. Jetzt gucken wir uns erstmal das Treibstoffdepot an. Irgendeine Gartenwelt.